Die Hessen und ihre verrückten Hobbys. Hier ist einiges los im Land. Zum Beispiel bei den Freunden auf zwei Pfoten. Ein Verein mit über 800 Mitgliedern. Sie verkleiden sich als Fantasiefiguren, so auch der 25-jährige Jonas Belzer. Aber warum? Ich persönlich habe halt die Gemeinschaft sehr zu schätzen gelernt. War früher meistens so der kleine Außenseiter, kannte nicht viele Freunde und so. Aber das ist nun anders. Viele der Mitglieder sind mittlerweile dicke Freunde und treffen sich regelmäßig. Man geht zusammen auf Feste, Kindergeburtstage oder Conventions. Doch billig ist das Hobby nicht. Bis zu 3000 Euro kosten die selbstgemachten Kostüme. Da dürfte das Hobby von Franz Gruber aus Babenhausen preiswerter sein. Er baut berühmte Bauwerke aus Streichhölzern nach. Den Petersdom in Rom, Notre Dame oder Sacré-Cœur in Paris hat er schon gebaut. Angefangen hat alles, als Franz Gruber mit 17 Jahren erkrankte. Ich war schwer krank, musste über Wochen im Haus bleiben. Und dann kam natürlich sehr schnell die Langeweile auf. Denn Handy oder PlayStation oder Netflix oder sowas gab es ja damals alles nicht. Und so verfiel er dem Streichhölzchenbau. Los ging's mit dem Elternhaus, aber das war nicht genug. Immer größer und ausgefeilter wurden die kleinen Kunstwerke. 1,1 Millionen Streichhölzer hat er bis heute verbaut. Ein Ende nicht abzusehen. Ähnlich, aber anders geht's bei Stefan Hirschfeld aus Bad Arolsen zur Sache. Hier ist Halligalli angesagt. Er hat sich gleich eine ganze Kirmes ins Haus geholt. Das Rummelfieber packte ihn als Kind. Die Großeltern wohnen am Kirmesplatz. Stefan sieht den Aufbau des Rummels. Und abends höre ich noch, dass irgendwie was Gerüstetes vorbeifährt. Da bin ich aufgesprungen ans Fenster und dann sehe ich halt den Kran vom Riesenrad, wie er durch die Stadt fährt. Das fasziniert ihn und prägt sich ein. Stefan ist von da an Kirmesplatz-Fan. Sein Miniaturmarkt umfasst mittlerweile 5000 Figuren und 50.000 Leuchtdioden. Alles originalgetreu im Maßstab 1:87. Doch schnell, schnell ist hier nicht angesagt. Ich glaube, an einem Autoscooter hatte ich so 4-5 Monate gearbeitet. Je nachdem, wie man Zeit hat, wie man Lust hat. Da wollen wir dann auch nicht weiter stören und schauen bei Jessica Ittemann aus Neunkirchen vorbei. Sie lebt in einer Einhornwelt, freiwillig. Hier habe ich einmal Einhornbier mit Himbeergeschmack. Habe ich einmal einen Einhornflieger. Hier einmal mein Einhornstrauß, was ich von meinem Mann zum Valentinstag gekriegt habe. Da bin ich besonders stolz drauf. Und so weiter. Einhörner überall. An die 50.000 Euro, schätzt die 34-Jährige, wurden hier schon Richtung Hobby verschoben. Die Einhörner geben der Supermarktfilialleiterin den nötigen Abstand zum Job. Und dann komme ich nach Hause in meine Einhornwelt, ja, in meine glitzer, rosa, pinkene Welt. Das ist dann was ganz anderes, ne? Also dann fühle ich mich schon in meiner rosanen Welt hier schon manchmal als Prinzessin. Ehemann Alex hält zu ihr, doch es gibt eine Grenze. Es gibt tatsächlich eine Grenze, wo wir aber mittlerweile schon auf dem Stand sind, damit meine Frau das auch akzeptiert, dass man das Haus zum Beispiel jetzt nicht unbedingt pink streiche, dass mir das weiß lasse, weil schon schwer ist zu viel. Keine Einhörner, dafür aber lebende Langohren, hat Marie Rudolph zu ihrem Hobby erklärt. Bella und Fred heißen die beiden und sie sind richtige Stars. Auf Instagram folgen ihnen über 30.000 Follower. Dort heißen sie allerdings noch Bella und Bibo. Der ist aber gestorben und wurde durch Fred ersetzt. Naja, Bella und Fred leben luxuriös in einem Loft, denn Marie will auch aufklären. Man ist schon so eine Art Vorbild. Also ich finde es auch sehr traurig teilweise, dass es noch in der Gesellschaft so oft verbreitet ist, dass Kaninchen guten Gewissens alleine gehalten werden können oder ein ganz kleiner Gitterkäfig ausreicht an Platz. Bella hat es mittlerweile sogar ins Petfluencer Panini-Heft geschafft. Eine Ehre, die nur wenigen Mümmelmännern und Frauen natürlich zuteil wird. Auf den ersten Blick irritierend. Irgendwas stimmt nicht. Doch dann ist nur noch klasse. Wer bitte hat solche Ideen? Es ist die 57-jährige Desiree Hogefehn aus Frankfurt. Die Hobbyfotografin ist seit 7 Jahren auf dem Mikrotrip. Ich war dann im Miniaturwunderland in Hamburg und habe die Figuren gesehen
und habe das irgendwo mal im Internet gesehen. Da habe ich gedacht, ach, das probiere ich jetzt mal aus. Ne? Und es hat so einen Spaß gemacht. Ne? Und dann denke ich mir, ja, wenn es so schön ist, ja, machst du einfach mal weiter. Seitdem fotografiert sie, was das Zeug hält. Doch die Frage ist, woher kommen bitte die ganzen tollen Ideen? Das fällt mir irgendwie spontan ein. Ich sehe dann irgendwas und denke, ach, könntest du eigentlich mal ein Foto mitmachen? Jetzt zeigt sie uns, wie es geht. Eine Art Schaumzuckerabbau soll nachgestellt werden. Ein Loch in den Schokokuss, die passenden Figuren werden rausgesucht. Gearbeitet wird im Mini-Fotostudio. Damit nichts umkippt, wird Kleber eingesetzt. Dann der große Moment. Das Foto. Die tollen Bilder gibt es dann auf Instagram zu sehen. Die Hessen und ihre verrückten Hobbys. Schräg, abgefahren, aber immer ein Filmgucker.